So, weiter geht's beim Aufnahmemarathon. Ah, ich habe hier im Moment echt Sitzfleisch. Aber die Spiele sind im Moment zu interessant, als dass ich... Komm, Tommy. ...von ihnen lassen könnte. So, jetzt bin ich gespannt. Latsch, latsch, latsch. Mr. Wright, wie geht es Graham? Wir sollten schnell zu ihm gehen. Wieso schnell? Ist er... hat er... Haben Sie den Ausdruck? Ja, hier. Gut. Tommy, alles in Ordnung. Kannst du klettern? Na klar, Sir. Da oben rein, in den Schacht? Schaffen wir, oder? Also los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und das alles mit... Mr. Oswald. Oh Gott. Oh Gott, Graham. Oh mein Gott. Hey, Tommy. Deborah. Schön, dass ihr gekommen seid. Es tut mir so leid. Mach dir keine Sorgen, Junge. Mom wird auf dich aufpassen. Kommen Sie, Professor. Lassen wir die drei einen Moment. Der Professor steht doch gar nicht hier. Der steht ja die ganze Zeit dahin. Da, ach so, okay. Muss ich jetzt hier... Nein. Der Moment dauert. Der wird doch wohl jetzt nicht hoffentlich den Löffel abgeben. Mrs. Oswald, ist der... Ja? Es tut mir leid. Scheiße. Hat er Ihnen erzählt, was passiert ist? Hat er gesagt, an was er gearbeitet hat? Was er herausgefunden hat? Wo er zuletzt war? Er hat es versucht. Aber ich... Ich will es gar nicht so genau wissen. Ich muss mich jetzt um Tommy kümmern. Ihr Mann ist nicht umsonst gestorben, Mrs. Oswald. Er hat etwas Großartiges getan. Er hatte mehr Courage und mehr Einblick als viele von uns. Sie können stolz auf ihn sein. Ich werde dafür sorgen, dass sein Tod nicht umsonst war. Was werden Sie jetzt tun? Ich werde tun, was Ihr Mann tun wollte. Und? Was wollte er tun? Ich erkläre Ihnen alles, wenn ich zurück bin. Der Professor und Charlie werden Sie und Tommy an einen sicheren Ort bringen. Professor, das tun Sie doch für mich. Natürlich. Dann los, ich muss gehen. Viel Glück. Wir sehen uns in ein paar Tagen. Ich sag jetzt gleich was dazu, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die hier finden, ist 100%. Denn Etagenklo und dann sehen sie ein offenes Gitter, die müssen nur hinterher krabbeln. Irgendwann werden die finden. Ja, klar! Direkt am Flughafen, natürlich. Okay, ich hoffe, das Flugzeug ist noch da, wie Mr. Oswald gesagt hat. Privatflugzeug. Flugzeug. Und hier gibt's auch keine Kontrollen oder so. Nein, gibt's nicht. Wir können hier einfach so durchspazieren zur Landebahn. Das 10. Oktober 2044. Wo sind wir denn jetzt? Der Schacht. Von hier aus muss ich mich durchschlagen. Es ist verdammt kalt. Ich muss mich schnell irgendwo aufwärmen. Okay. Eisloch. Was haben wir denn da? Schön am Eis einbrechen. Aha. Wie aufregend. Wahnsinn. Schön. Schön, dass da fischt jemand am Eisloch. Ja, das weiß ich auch. Ich denke mal, derjenige wird hier oben zu finden sein. Schön gemacht. Sieht schön aus. Polarstation. Müsste das Alaska hier sein, oder? Ich glaube, davon hat mal jemand von gesprochen. Was ist denn jetzt hier schon wieder? Ich kann mir alles in der Nahansicht angucken, aber... Dann war es das dann auch schon wieder. Hallo, du kommst hier weiter. Geh doch hier links weiter. Hallo. Ach Leute, es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. So, und hier haben wir
Ice Lake Inn. Okay. Jetski. Was soll das sein? Ein Pub? Die Station liegt nördlich von hier. Es ist ziemlich weit. So ein Ding könnte ich gut gebrauchen. Okay. Jo, dann gehen wir mal rein, würde ich mal sagen. Holen uns einen leckeren Eistee. Tatsächlich. Das ist ach, endlich im Warmen. Wie soll ich bloß in der Kälte da draußen zurechtkommen? Ich brauche Ausrüstung oder einen fahrbaren Untersatz. Ja, einen fahrbaren Untersatz haben wir ja schon, ne? Harpunen. Eieiei. Eskimo? Guten Tag, Sir. Na, mein Junge. Du bist etwas dünn angezogen für die Gegend hier, oder? Da ist was dran, aber hier ist es ja warm. Was kann ich für dich tun? Ich muss in die Gegend nördlich von hier. Nördlich? Davon würde ich dir abraten, Junge. Wieso das? Weiter im Norden beginnt die Zone der Dunkelheit. Zone der Dunkelheit? Was bedeutet das? Dort herrschen finstere Mächte. Du hältst dich besser fern davon. Ich weiß schon, was ich tue. Das haben vor dir bereits andere gesagt. Fahr nicht nach Norden. Du kehrst nicht zurück von dort. Die Gegend dort ist von etwas Schrecklichem besessen. Und was ist das? Schon meine Vorfahren haben den Norden gemieden. Und der weiße Mann hat dort einen Tempel gebaut. Einen Tempel für böse Götter. Einen Tempel? Wie sieht der Tempel denn aus? Wie ein riesiges Iglu. Halt dich fern davon. Dort wohnt das Böse. Es ergreift Besitz von deinem Geist. Ich bin nicht abergläubisch. Ich kann nicht mehr tun, als dich zu warnen. Ich geb dir einen guten Rat, Junge. Setz dich wieder in dein kleines Flugzeug und flieg zurück nach Anchorage. Lass die Dinge, wie sie sind. Miss dich nicht mit Mächten, die dir überlegen sind. Okay. Ich brauche einen von diesen Jetschlitten. Such dir einen aus. 3500 Credits und er gehört dir. 3500 Credits? So viel habe ich nicht. Dann tut es mir leid, Junge. Kein Geld, keine Ware. Aber es ist wichtig. Nichts ist so wichtig, dass man dafür von Fremden Geschenke verlangen kann. Gib mir Geld und du bekommst, was immer du brauchst. Ich zahle aber später, in Ordnung? Ich gebe niemandem Kredit. Warum nicht? Wer hier kauft, der kommt vielleicht nie wieder zurück. Und du, Junge, siehst aus wie jemand, den das Leben schon längst verlassen hat. Deine Augen verraten es. Du wirst bald sterben. Was? Ich habe gesehen, sie fischen da draußen am Eisloch. Sicher? Fängt man da denn was? Selten. Es lohnt nicht, den ganzen Tag daneben zu stehen. Das Sägewerk flussaufwärts vertreibt zu viele Fische. Und das Treibholz macht es auch nicht leichter. Aber ich habe Zeit. Und ich höre die Glocke, wenn einer angebissen hat. Aha, also müssen wir ihn irgendwie rausholen von hier. Ich muss los, bis später. Okay, vielen Dank. Kann ich jetzt sonst irgendwas machen? Nein. Aber gemütlicher das hier. Ich kann doch nicht einfach vor seinen Augen hinter die Theke gehen. Na, okay. Also, da müssen wir hin. Hier haben wir ein paar Boote. Da haben wir ein Fass. Skier. Oh. Für Hundeschlitten. Warme Kleidung. Es geht schon wieder los. Geh doch einfach nach vorne, Mann! Okay. Auch wieder in der Nahansicht, aber... nix. Wir können nichts machen. Wir können nichts anklicken. Er sagt nichts. Geil. Ach. Das nervt. Das nervt echt. Diese Fehler hier im Spiel. Was haben wir denn sonst noch hier? Komm mal wieder raus.
Geht's hier hinten weiter? Ah, es geht weiter. Das scheint eine Straße zu sein. Aber bringt mir nichts. Gut, das hier scheinen Mülltonnen zu sein. Also es scheint wohl sowas wie eine Infrastruktur hier zu geben. So, und da gibt's auch nichts. Scheiße. So, und jetzt könnten wir vielleicht hier an der Schnur ziehen? Nein. Wie? Was gibt's hier? Ach, da geht's weiter. Wo will er hin? Ja, und jetzt? Bretterstapel. Wieso kommt er jetzt wieder nach vor? Ey, das ist... Was macht er denn jetzt? Ganz schön schwer. Was? Was macht er denn? Mal eben so einen Stapel nach oben buxiert und ein Brett daraus geschossen. Na, ist klar. Ah. Ja, komm, Peter, jetzt beeil dich. Ja, schön, wir müssen uns das nicht angucken. Oh. Ja, komm, jetzt beeil dich doch, Mann, wie geht das denn jetzt hier? Diese Steuerung. Weiter. Hier rein. Guck mal, er hat sogar die Tür aufgelassen. Geht er nicht einfach... Jetzt ist sie wieder zu. Auch nicht schlecht. So, komm jetzt nach vorne hier. Beeil dich. Schau an, jede Menge Schlüssel. Genau, und wir nehmen das einfach... Das muss einer der Schlüssel für die Jetschlitten sein. Genau. Sonst noch was? Nein, nein, nein. Noch was Warmes zum Anziehen? Warte, die Harpunen? Können wir die jetzt mitnehmen? Nein, können wir nicht. Hier hinten irgendwas Warmes mitnehmen? Er hat ja gesagt, ihm ist kalt. Nee, können wir auch nicht. Gut, wir können gar nichts mehr mitnehmen. Das wäre logisch, wenn wir jetzt hier irgendwas Warmes hätten mitnehmen können, aber... Okay. Gut, dann Schlüssel, Jetski. Und tschüss. Ja, tatsächlich. Erst ist er am Motzen. Mir ist kalt. Und jetzt fährt der. In der dünnen Kleidung durch die Gegend spazieren. Faszinierend. Zieh ihm einen Hut vor. Hier, das muss es sein. Wow. Eine unglaubliche Anlage. Sieht völlig verlassen aus. Okay. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Abdeckung. Kofferraum. Was haben wir denn da? Ein Reservekanister. Ich habe schon eine Idee, was ich damit machen kann. Ah, er will es wieder in Brand stecken. Den stecke ich mal ein. Okay, da ist wahrscheinlich dann die Batterie hinter. Gut. Schön wieder zumachen, genau. So, jetzt muss ich hier nur noch einen Weg reinfinden. Da geht's rein. Oh wei, oh wei, oh wei. Wollen wir mal gucken. 100 Pro, der will das wieder an Brand stecken. Ist das überhaupt die richtige Richtung? Hier sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, das könnte der Eingang sein.
Der Eskimo hat mir ja gesagt, dass das aussieht wie ein Iglo. Und zu jedem Iglo gehört auch so ein kleiner Eingang hier. Ja. Eingangsfläche A. Oder Eingang A. Da ist ein Eingang. Aber er ist komplett mit Schnee und Eis verschüttet. Ah, okay. Dafür vielleicht. Die... Nee, doch nicht. Doch. So. Und jetzt? Ja. Und jetzt das Feuerzeug. Machen wir uns ein kleines Feuerchen. Oder auch nicht. Im Lappen. Jawohl. Jetzt? Jawohl. Das wäre jetzt ein bisschen dämlich, aber okay. Okay. Ich wollte es noch gesagt haben. Es ist ein bisschen dämlich, aber okay. Dafür wahrscheinlich auch der Lappen. Eieiei. Die war... Wieso funktioniert die? Die war... Hallo. Ach, die macht immer nur die eine und dieselbe Bewegung. Okay. Kann ich die vielleicht kaputt machen? Irgendein Kabel? Die Tür geht einfach so auf. Schockschwere Not. Was war das? Oh mein Gott. Eieiei. Gespenstisch. Und ich habe das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Man hört Stimmen von da hinten. Das ist ja noch schlimmer wie im Black Mirror. Eieiei. Er geht auch so langsam. Ne, jetzt rennt er. Ach du Scheiße. Wie gut, dass wir hier nicht sterben können. Och, und es ist schon wieder so dunkel draußen. Ich hab... Oh Gott. Ich muss hier gleich dringend überall Licht anmachen. Was ist das? Eine Leiche. Eine vergammelte Leiche mit einer CD in der Hand. Ich möchte wetten, dass ich die Disc noch gut gebrauchen kann. Es muss etwas zu bedeuten haben, dass er sie in der Hand hielt, als er starb. Johnson, da ist doch auch ein Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Allerdings scheint nichts drauf zu stehen. Der Mann heißt Johnson, armer Kerl. Oh mein Gott. Wie geht's? Ein Relief, das die Erdkontinente zeigt. Was mag hinter diesem Schott liegen? Taster. Ah. Oh nein. Die war falsch. War auch falsch. Auch falsch. Mann! Halt, warte mal. Wir haben das Tagebuch. Mr. Oswald hat nicht... Ja. Der war doch schon mal hier. Mehr oder weniger. Wo sind denn die Codes? Da. Nö. Okay, hilft uns doch nicht. Was ist mit dem Zettel, den wir gerade da gefunden haben? Toll. Mit dem Feuerzeug vielleicht etwas ankokeln? Das bringt sogar was. Muss ich jetzt länger da drunter halten? Ah! N-A-E-U A-F-A-U-S-A. Also Nordamerika, Europa, Afrika, Australien und Südamerika. Okay, jetzt kommt... Ja, kannst wieder zumachen. So, jetzt müssen wir hier erstmal wieder was Falsches eingeben. So. Also. Nordamerika. Europa. Afrika. Australien. Südamerika. Hahaha! Erdkunde 1 plus! Gott, das wäre jetzt peinlich gewesen. Ja. Ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, warum ich das jetzt so gesagt habe.
Vielleicht kennen es ja auch einige schon. Wo sind wir jetzt? Hallo Spiel, mach's nicht so besonders. Hier sind also die Parabolspiegel, mit denen das System seine Daten empfängt. Ich werde mir mal ansehen, ob sich die Anlage nicht manipulieren lässt. Mit Sicherheit. Antennensockel. Kuppeldach. Aha. Warum kann ich jetzt hier schon wieder nichts anklicken in der Nahansicht? Die Leute hatten echt Langeweile beim Programmieren. Ja, genau wie das jetzt hier zum Beispiel. Schaltpult. Eieiei. Okay. Schauen wir wieder zurück. Aber ansonsten, nein. Gut. Treppe herunter, Treppe herunter. Okay, was gibt's hier? Das sieht aus wie hier ein Gefängnis. Oder? Nein, doch. Ja, warum sagt er nichts? Boah, ist das spooky hier. Wo geht's hier hin? Das Display gehört vermutlich zu einem Parabolspiegel. Toll. Geh doch mal hallo! Wenn ich jetzt da wieder hochkomme, ne? Zu dem Parabolspiegel. Oh, es sieht fast danach aus. Treppe herauf. Da ist 3. Eben war ich bei 1. Jetzt bin ich bei 3. Oder stand da eben auch eine 3? Ich weiß es nicht. Ja, ich bin woanders. Okay. Wieder hier runter. Wieder hier runter? Oh Gott, da kann man sich jetzt auch nur ganz leicht wieder verlaufen. Ich würde eigentlich gerne... Schon wieder diese Tafel. Da jetzt... Ah! Das Display gehört vermutlich zu einem Parabolspiegel. Ja, okay. Wir haben wahrscheinlich... Hallo, hier rum! Hier rum! Oh, Peter, bitte! Oh. Wir haben wahrscheinlich 5 Parabolantennen. Weil 5 Kontinente und zu jeder Antenne haben wir hier unten diese Tafel, die uns dann zeigt, genau, 5, die uns dann zeigt, für welchen Kontinent diese Antenne für ist. So, jetzt möchte ich aber ganz gerne wieder ganz zurück zum Anfang. Vor allen Dingen 1, 3, 5. Wo ist 2 und 4? Denn, wie gesagt, den Hauptgang würde ich gerne bis zum Schluss gehen, denn da hinten war ja auch nochmal ein Shot. So, hier haben wir jetzt den... Das Display gehört vermutlich zu einem Paar... Oder sind wir jetzt nur einmal im Kreis gelaufen? Das kann natürlich sein, dass hier 2 verschiedene... Ne, hier ist 2. Ist doch wieder nur unwesentlich mehr zu laufen. Antennensockel. Tja. Ich will ganz zu Anfang nochmal hin. Ich hoffe jetzt, dass ich hier, weil Iglu, dass ich jetzt hier schön im Kreis laufe und dass ich jetzt irgendwann gleich wieder bei der 1 lande. Jetzt müsste ja logischerweise noch die 4 kommen. Na, das ist Afrika. Okay, also diese anfängliche Angst, ja, hier ist die 4, genau, ist jetzt schon wieder total verflogen, weil es ist... Ja, der Spannungsbogen ist weg. Der ist im wahrsten Sinne des Wortes hinfortgeflogen. Wir irren jetzt hier durch die Gänge, können nichts anklicken.
haben auch noch nicht wirklich einen Hinweis, weil ich vermute mal ganz einfach, ich hätte ganz einfach nach hinten direkt laufen müssen. Da ist jetzt für Australien. Lauf. So, drückt die Daumen jetzt, dass wir wieder bei der 1 sind. Ja, sind wir. Sehr gut. Also einmal im Iglo im Kreis gelaufen. Exit. Sehr schön. Muss die Zentrale sein. Der zentrale Monitorraum. Okay, daher also die Stimmen, die er durch ein geschlossenes Tor hören konnte. Freunde, wie es hier weitergeht, oh mein Gott, erfahren wir im nächsten Teil. Bis dahin, NRW 18, natürlich.